Jo, servus Leute. Ihr fragt euch bestimmt gerade, was ich da euch zeige. Ja, das ist eine 660 Ti. Man sieht es hier schon relativ gut zerstaubt, ja. Und von hinten keine Backblade und so weiter und so fort. Ja, was habe ich mit der gemacht? Ich habe die Rayfloat und habe die auseinandergebaut. Ich werde mal gucken, ob ich euch da irgendwie ein Bild dazu einblenden kann. Weil die Wärmeleitpaste nämlich da drin, die war nämlich steinhart schon. Die musste ich abkratzen. Ja, und dementsprechend war der V-Rahmen hier an der Karte war defekt und ist auch nicht mal angezeigt worden. Das zeige ich euch auch mal. Ja, und dann zeige ich euch noch ganz was anderes. So, das ist die 660 Ti, mein Testsystem. Und hier werden die 3 GB wieder angezeigt. Normalerweise hat die bloß 2 GB, aber die hat 3 GB. Das ist scheinbar wohl irgendwie so eine Special Edition. Ein Kollege hat mich gefragt, ob ich gucken kann. Ja, also 3D Mark läuft jetzt auch wieder. Temperaturen pendeln sich bei ca. 80 Grad ein beim offenen System. Ja, also die läuft wieder einwandfrei. Heißluftföhn funktioniert. Operation gelungen. Und in diesem Sinne, Leute, haut rein. Bis denn. Ciao.